Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Wieder alle mit am Start, Calvin ist da, Virginia ist da oder Virgin und Skuldur ist natürlich da. Gerade außerhalb der Aufnahme, wir haben geladen und wurden instant angegriffen von irgendwelchen neuen Gegnertypen. Nicht der, der hat einfach nur eine Mutantenrüstung an. Oh, sind die schon despawned? Ne, einer liegt hier noch. Ne, halt, das ist einer. Ne, das ist ein. Warte, der. Also einer lag da, achso, das ist auch schon die gespawnt. Ja, ja, okay, die sind schon die. Ja, das waren so fette Typen, die rot waren. Sehen wir bestimmt nochmal, aber die waren so ganz schön krass, die haben unsere halbe Mauer zerrotzt. Achso, hast du schon reingetan, das Loch? Ja. Okay, die haben unsere halbe Mauer zerrotzt und wir haben gute Nachrichten, man kann die Mauer wieder aufbauen. Also es ist nicht so, nice, dass es dann alles weg ist, sondern du kannst eigentlich wieder alles so aufbauen, wie es ist. Und hier fehlt irgendwie. Da schwebt ein. Schwebt der bei ja, ich habe gerade versucht. Oh nein, unsere Seilrutsche ist auch weg. Hä, nee, die ist gerade despawned. Die war gerade eben noch da. Na gut, dann muss ich da mal. Naja, dann stapeln wir halt hier nochmal. Lass mich hier alles laden. So. Reloading! So, das ist jetzt das Problem. Gerade wenn ich das hier so. Das ist einfach herausgekommen. Cheating. Wenn ich. Brauchen wir das Ding gar nicht, oder? Warte, geht das? Geht das dann? Ohne Rampe wäre es natürlich noch entspannter, wenn es funktioniert. Alter, nice, das funktioniert. Es geht auch, wenn es relativ gerade ist. Nice, nice, okay. Okay, dann baue ich die Rampe schon mal ab. Ja, passt. Sehr nice. Es wäre es interessant, ob du dir auch die halben Sachen schicken kannst. Ach, das ist ja schon wieder ein Kollege. Davon kann man 4 nehmen. Lol, der kriegt uns da Luchs an. Aber. Nein! Lol. Nee, die halben Sachen, die kannst du. Da lässt du den ganzen Shit, anderen Shit fallen. Ja, nein, das ist. Halbe Sache kann man nicht schicken. Okay, sehr interessant. Okay, den muss man dann tragen. Alles klar. So, Leute, jetzt kann ich das nicht auseinandernehmen, oder? Nein, du sollst es da rechts schicken. Du dumme Sau. Mist. Hä? T. Ja, mir geht's immer in die andere Richtung. What the fuck? Kriegst du das rübergespielt? Also, ich habe eins geschafft. Hä? Wenn ich jetzt hier so mache? Nein. Wie hast du es geschafft? Ja, warte. Ich schau rechts. War das schnell zu Ende? Jetzt habe ich einen ganzen Balken. Lol, ich habe einen Vogel. Wieso? Wo ist da das Problem? Hä? Nee, lol, bei mir geht es immer in die andere Richtung. Nee, geht nicht. Ich schaue nach rechts, geht nicht. Ich stelle mich drunter. Geht nicht, lol. Nee, ich, musst du machen. Geht nicht bei mir. Hä? Ich stelle mich einfach so hin, gucke die Richtung. Und drück E. Ja, schau in den Stream. Geht nicht bei mir. Zack. Geht nicht. Nee. Hä? What the heck? Das ist nervig. Boah, es ist dunkel, Alter, Digga. Ich sehe gar nichts. Ja, dann müssen wir mal zurückgehen. Ja, die Fackel ist nicht schlecht. Die macht gut Licht. Ja, vielleicht noch eine zweite dann. Drinnen ein bisschen. So, dann sleep wir mal. Oh, nice. Erstmal Tuckkekse fressen. Oh.
Und ganz schön viel Leben verloren, sehe ich gerade. Hast du schon mal eine Überlegung eigentlich? Halb. Dann muss man die ganzen Halben aufräumen. Oh lol. Okay. Man kann nicht mehr mit der Seil rutschen. Wenn man an einem Ding bleibt, wenn man oder? Boden hängen bleibt, ja. Kann man die Halben auch da reintun in den Lockholder? Ne, nicht. Da kann man 3 tragen. Na, das ist ja entspannt. Ne, 4 glaube ich sogar. Oder 3. Ich habe jetzt natürlich eine 2 genommen. Aber du kannst sie nicht so schön am Boden hinlegen. Natürlich doof. Wäre auch unlogisch, wenn du da auch nur 2 nehmen kannst eigentlich, weil theoretisch sind es ja, wenn du 4 nimmst. Genau, 4 kann man tragen. Weil das sind ja 2 Loks theoretisch. So, ich probier's nochmal. Fliegt das ganze drunter. Komm schon. Do it! Du bist au. Komm schon. Ach Mann, das ist richtig nervig gerade. Das ist ein bisschen kurios, ehrlich gesagt. Irgendwo ein 4. Halber sein. Und wenn du hier vorgehst, so ein bisschen, so ein paar Meter vor, geht das dann? Ja. Kapiere ich nicht. Das ist jetzt echt. Zu dumm. Wir können das ja nochmal neu machen. Ich weiß nicht, ob ich das da löschen kann. Nee. Wie ist es jetzt? Kann man jetzt wenigstens fahren oder bleibt man da auch am Boden hängen? Oh, gerade so über dem Boden. Nice, das ist sehr nice. Du kannst es auch als Weg nutzen. Sehr praktisch. Kann ich ihn nicht abbauen? So ein Schwachsinn. Naja, dann halt. Kannst du jetzt fahren oder so mit dem Ding? Oder kannst du es jetzt theoretisch? Moment. Oh shit! Oh, Alter! Ich dachte es mir schon wieder. Ich höre es schon wieder krabbeln. Okay, wie hat das jetzt funktioniert? Alter, Digga, sind das viele? Viele Babys oder was? Das ist geisteskrank, wie viele Babys das sind. Okay, jetzt sind es 3, aber vorhin gerade eben waren es schon mehr. Hey, so viel fliegen die Loks, das ist auch immer so komisch.
Nee, es sind doch wieder viele. Weg da. Aua. Aua. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf. Endlich. So, das waren jetzt 1, 2, 3. Ich höre immer noch eins. Was ist denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist zwei? Nee, sechs. Da drin war. Oh, da ist ja noch eins. Sieben. So, eine ist halt durchgebracht. 8. Alter, ich glaube, das sind immer so bis 10, 15 Stück von den Babys. Wieso hast du eigentlich jetzt die Sellerutschern und unsere Baumstämme dran gepackt? Ach, keine Ahnung, da dachte ich kann den Baum fällen. Aber da ist halt die andere Sellerutscher dran. Oder möchtest du dann auch umbauen? Kannst ja auch umbauen. Bisschen komisch, dass ich die Dinger nicht wegmachen kann, das irritiert mich ein bisschen, aber... Ach so, ja gut, ja. Naja, okay. Dann. Na gut, die würde ich ja lassen, oder? Wieso hast du die jetzt weg? Ja, nur so ein paar. Einfach mal. Das die Auffangding, oder? Ja, ich kann ja dann neue machen. Ich muss ja erstmal gucken, wie es jetzt fliegt und so. Wenn ich hier jetzt hier fälle, hier so, zack. Naja. Ja, passt doch perfekt. Die Reihe reicht vollkommen aus. Dadurch, dass jetzt unsere Rampe weg ist, fliegen die ja ganz anders. Okay, passt. Alter, wie weit diese Dinger wegrollen, das ist so lästig. Wow, und das jetzt? Ich glaube, ein Baumsturm hat mich fast gekillt gerade. Das so rumgebackt ist. Okay. Ah! Boah, ich glaube, ich muss jetzt echt Medizin nehmen, weil das ist ja. Was war 6, glaube ich? Nee. 4? Boah, das geht immer noch nicht. 5? Das ist jetzt. Ja, 5 war's. Das geht immer noch nicht, oder was? Nee. Kapier, boah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich? Also bei mir funktioniert alles tadellos. Schön für dich. Vielleicht machst du mal die. Du hast ja auch hier Ding. Die Seilrutsche. Wenn du die einfach machst. Ja, ich versuch's mal. Und wenn ich jetzt mal hier diese zwei. Weil hier geht's aber vielleicht noch, oder? Wenn ich jetzt hier das hier mache. Genau, bei der Seilrutsche geht's jetzt. Mensch. Gibt einfach keine 7. Wow, du bist so dämlich. Kelvin, ehrlich, ist das dein echt scheiß Ernst? Ich hack da Bäume und der rennt, während ich stehe einfach nur da und hack den Baum um. Und dann rennt er in meine Axt rein und ich hau ihn nieder. Was für ein Idiot.
Sehr gut. Boah, stell dir mal vor, man könnte das automatisieren. Alter, da kriegst du richtig Bock auf The Factory. Ich hab's mal gestern auch schon gedacht, irgendwie so ein bisschen so Automatismus und so. So richtig Bock auf The Factory bekommen. Also auf das Spiel habe ich immer noch Bock, oder? Ja, ich auch. Ich warte noch, bis es mal entweder kostenlos in Epic drin ist. Oder für so 5 Euro im Angebot ist. Ja, wir haben uns ja nicht so richtig getraut, auch wegen The Forest, weil das ja eigentlich schon, Sons of the Forest schon lange angekündigt war und es hieß, es kommt immer. Ja, wenn wir dann mal Sons of the Forest durchzocken, ja, vielleicht mal und dann. Dann könnte man mal das vielleicht in Angriff nehmen. Als neues Projekt. Als neues Koop-Projekt. Ja. Weil die sind auch sehr aktiv dahinter, also ich glaube, da gibt es mittlerweile echt viele neue Sachen. Ja, und ich glaube, vielleicht war es sogar richtig gut, dass wir gewartet haben, weil ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt 5-mal mehr gibt, wie damals, wo wir Bock hatten oder wo wir gespielt haben. Nee, weil ich glaube, mittlerweile gibt es auch so, dass man so private Räume bauen kann, sag ich mal. Also nicht nur Industrie, sondern auch fürs Persönliche. Ja. Autsch. So. Komm schon. Do it. Komm jetzt auf. Wieso geht das bei mir nicht? Bin ich. Hallo. Guck mal in die andere Richtung. Machen wir es andersrum? Ja, hat auch nicht funktioniert, okay. Aber schon. Hast du auch schon ausprobiert. Ja, warte, dann habe ich eine andere Idee. Dann machen wir es folgendermaßen. Dann probiere ich es nochmal so. Da reloaden. Probier es jetzt mal. Sorry, Krim. Tut mir leid. Ja, endlich. Wieso? Was hast du das anders gemacht? Ich habe einfach an einer anderen Seite angefangen. Also sonst habe ich immer hinten angefangen. Okay. Und hierher gezogen und jetzt habe ich es ja von da rüber gezogen. Aber bei mir hat es ja trotzdem funktioniert, also. Na, ich verstehe es nicht. Kelvin, geh rüber. Boah, das wäre geil, wenn er die nehmen könnte und auf die Dinge, auf die Seilwände schmeißen könnte. Dann wären wir wieder beim Automatismus. Kelvin, wo bist du denn? Warte mal. Stunde Sau, komm mal her. Aber stell dir mal vor, du würdest einfach nur fällen. Einfach die ganze Zeit fällen, ohne die anzufassen. Und die Kelvin schmeißt die ganze Zeit auf die Seilrutsche. Oh, und du stehst unten und nimmst sie einfach so gesagt ab für dein Bauprojekt. Das wäre so nice, ey. Hä, wieso kann ich jetzt. Sind die Dinger da vorne schon voll? Mal, ich bin mal kurz mitfahren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie die Behälter füllen sollen. Sind die schon voll, oder was? Die sind nicht voll. Wieso kann man nicht sagen? Der ist halt zu weit weg. Achso, wenn der da hinten steht, vielleicht. Könnte sein. Nee, normalerweise nicht. Wir haben das ja schon mal gesagt, da war ja komplett weit weg. Das stimmt auch wieder, ja. Ich schau mal, ob es ich sagen kann. Nein, ich wollte fliegen. Hol Stämme und. Hä? Irgendwo. Kannst auch nicht sagen. Kurios. Ich möchte den Boden zumachen. Kann ich jetzt, wenn ich das hier so gemacht habe, jetzt noch ein. Do it! Ich so kann das nicht machen, weil das.
Ja, hilft nix, irgendwie. Schauen wir. Ist das jetzt da anders, wieso ich... Ich mische mir gerade ein paar Energiemischungen zusammen, damit ich immer relativ schnell hier Energie tanken kann. So, eine Energiemischung gleich getankt. Ich hoffe, dass man diese Säulen... Kann man vielleicht nicht mehr rausnehmen dann. Puh. Es gibt bestimmt irgendwie, oder? Kann ja nicht sein, dass man überall 2 Millionen Säulen haben muss. Weil das wäre heftig, muss ich sagen. Weil da hat man ja überhaupt keinen Platz mehr eigentlich. Also das ist so ein bisschen... Also wenn es so ist, dann möchte ich überhaupt keinen zweiten Stock haben, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein richtiger Baumstammlabyrinth hier. Ja, aber das wird schon, das werden die schon bedacht haben, glaube ich. Es kann durchaus mal sein, dass es auch im Video oder im Stream einfach mal ruhiger zugeht, wenn wir gerade einfach zu konzentriert sind mit Bäume fällen und bauen. Braucht man Konzentration. Volle Konzentration. Gehört einfach bei The Forest dazu, finde ich. Einfach mal einfach vor sich hin tumpeln. Schon. Oh ne, da ist noch ein Baumstamm. Wollen wir natürlich mitnehmen. Baumstammlieferung kommt. Sehr nice. Kelvin steht gerade echt dumm da, ne? Wie so angewurzelt. Macht echt einen Scheißdreck.
geflogen. Fuck, das kann ich nicht so alles fahren. Oh, da kommt einiges. Wohl. Emme und. Wohl. Aue. Papier. Pause. Ich sag dir mal, dass wir ein bisschen Pause machen. Keine Ahnung. War nicht verdient, aber. Sehr zynisch. So, danach. Das mit der Baumstammlieferung funktioniert sehr gut. Jetzt steht der Kelvin bei mir, okay. Ja, ich habe gesagt, er soll Pause machen. Ich weiß nicht, genau. Ich dachte, vielleicht geht er dann mal zum rüber und setzt sich da rein und dann irgendwie dann doch mehr machen oder so. Ja. Lol. Hm. Ich glaube, das. Ne, ich glaube, das war dein Baum hinten. Nee. Ich habe schon gedacht, der Kelvin fängt gerade an zum Bäume fällen. Nein, du. Komm zurück. Ich glaube, ich muss echt mal googeln, was das heißt, dieses entferne 5 Meter, entferne 10 Meter. Ja. Ich weiß nicht, ob das heißt, wenn du ihm das vor Ort sagst, aber dann entferne 10 Meter, entferne alle Bäume im Radius von 10 Meter. Das wäre geil. Weil da könnte man eigentlich so sich so im Wald stellen und sagen, von hier alle 10, also im Umkreis von 10, 15 Metern alle Bäume fällen. Ne? Mhm. Und du hebst da eigentlich die ganze Zeit nur auf und schmeißt da auf eine Seilwinde. Boah, das wäre geil. Ah, jetzt könnte ich sagen, fülle Behälter. Ja, vielleicht fängt das wieder an zu arbeiten. Nice. Ah, die Blaubeeren bringen jetzt ein bisschen mehr Ausdauer, sehe ich gerade. Also wenn ich die nehme, geht meine Ausdauer immer so um 1 mm hoch. Ist jetzt keine Weltgeschichte, aber... Stimmt, das war glaube ich in den Patch Notes gestanden. Ja, ne? Ein bisschen bringt's was, sehe ich gerade. Also unsere Villa, die braucht schon viel Wald, ne? Ja. Nicht sehr umweltfreundlich. Doch, die Grünen, die sagen, es ist alles nachhaltig. Stimmt. Wächst ja nach, ne? Dauert zwar ein paar Jahrzehnte, aber. Ja, aber holen tut sich die Natur immer. Dann kommen, was jo. Will. Ich sag auch, dass die Natur, ich meine, ich bin echt kein Grünfreund, ohne Scheiß ist das so eng, ich hasse die wie die Pest. Aber ich bin ja trotzdem Fan von der Natur, also die haben ja nicht ganz Unrecht, die sind nur ein bisschen radikal, finde ich. Ne? Realitätsfern, sehr realitätsfern. Aber ich glaube auch, dass die Natur die Menschheit wirklich überleben wird. Also wenn sich die Menschheit mal irgendwann mal selbst ausrottet, wo ich selbst fest von überzeugt bin, ne, dass wir uns einfach selbst mal ausrotten. Egal wie, ob es per Atomkrieg ist oder einfach nur uns Nahrung ausgeht oder whatever. Ne? Scheißegal wie. Bin fest davon überzeugt, dass die Natur dann irgendwann mal so zurückkommt und dass die Welt dann wunderschön ausschaut. Das wahrscheinlich, ja. Halt wieder sehr ursprünglich. Ein bisschen so wie in Horizon Zero Dawn, kann ich mir das dann vorstellen. Nur ohne die Roboter.
Schau mal, wenn ich jetzt hier noch zumache, komme ich dann hier noch runter. Nein. So. Schau mal, komme ich jetzt hier noch. Ah ja, doch, das ist doch gut. Perfekt, 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 perfekt. Einwandfrei. Calvin, das ist ja nett, du holst von da hinten sogar Bomben. Das ist ja nett. Wie sieht's mit Baumstämmen aus? Kannst du wieder was schicken? Ja, sofort. Oder warte, ich kann ja auch mal kurz wieder hinterkommen. Nee, alles gut, da habe ich genug. Okay. Muss ja erstmal hinterrennen. Einen Moment. Rinrin 2000, danke dir für den Follow. Hey, hallöchen. Oh, jawohl, diesen Balken kann ich wegtun. Diesen Balken kann ich auch wegtun. Oh, nice. Hast du jetzt eigentlich deine Alerts wieder? Ja, ich hab's gerade gehört, ne? Ah ja, okay, wunderbar. Oh nice, ich kann die Balken hier alle entfernen. Oh ja, nice. Ja, ich sag ja, das muss ja irgendwie gehen. Da hab ich gerade. Jetzt hast du gerade die Baumstämme geschickt, jetzt hab ich gedacht, das bricht alles zusammen, was du. Da hab ich echt gerade Angst gehabt. Das war jetzt gerade echt ungutes Timing. Denk mal, uns geht's soweit super. Also, ich kann mich nicht beklagen. Jo, jo. Ja, viel. Man könnte natürlich noch Urlaub haben, das wäre noch besser. Ja, da könnte man mehr Sons of the Forest zuchten. Ja. Weil es durch diese Seilrutsche, wie du hier siehst, macht es gerade echt Bock zu bauen. Bist du zufrieden mit der Menge an Sachen, die ich dir gerade schicke hier? Ja, geht schon. Ich glaube, wir wechseln gleich. Also gleich fange ich an zu bauen und du machst Scheiß. Dann stehe ich nicht da. Wo bleiben die Baumstämme? Ich gebe dir gleich so einen Schlitten und dann kannst du wieder selbst fahren und mal mit 8 Stämmen laufen. Der hier. Wisst ihr? Alles gut, alles gut. Wie geht's selber? Geil. Nicht schlecht. Oh. Weil dumm ein Gedanke. Ah, der ist schon wieder weggerollt, der da hinten. So eine Scheiße. Der wieder weiter laufen. Muss laufen, verdammt! So, das waren erstmal alle. Ich muss erstmal wieder fällen und das Problem ist, dass eigentlich unsere Seilrutsche, die wir in den Wald reingemacht haben, ich sag mal, der ist nicht mehr in dem Wald drin, die Seilrutsche. Krass. Ist alles weg. Ich glaube, ich muss eine neue Seilrutsche machen. Ein bisschen machen. Hoffe ich schon, dass die Bäume nachwachsen können. Das boah, muss, Alter, das ist ja, also was ich hier wegrode, das ist ja geisteskrank. Gibt's eigentlich eine Motorsäge? Gibt's bestimmt wieder eine Motorsäge? Ja, safe. Ja, da bin ich mir fast sicher. Ja, krass bin ich. Ja. Spielst du auch selber Forest? Baumfeld! Was haben wir irgendwie im ersten Teil so oft gehört, glaube ich. Aber in dem Teil hat das noch keine, hat das noch nie geschrien, oder? Nö. Im ersten Teil hat das hin und wieder mal geschrien, ne? Ja. Stimmt, es wäre noch lustig, wenn es ihm einen zweiten Teil wieder geben würde. Hallo? Alter! Muss man sich bewegen manchmal beim Baumfällen, wenn die ja, so fett sind? Ja, manchmal muss man, glaube ich, ein bisschen außen rum gehen, ja. Tja, tut mir leid, Spinne. Dein Netz wird jetzt entfernt. Ich brauche den Baum. Herzgespinnen. Nee, ich brauche den Baum. Da 1, 2, 3, 4, 5, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoch. Okay, 6 hoch.
So, da rollen hier wieder die Baumstämme runter. Das gefällt mir nicht. Nein, oh, bleibt's da! Scheiße, die rollen ja hier den kompletten Berg hier runter. Calvin, du stehst echt richtig blöd im Weg. Das ist ja für mich bewusst. Oh nee! Mhm. Oh nee! Scheiße. Was denn? Was denn passiert? Ja, ich hab's verkackt. Ja, das ist ja nichts Neues. Ich wollte einen Baumstamm hin und dann ist es rot und dann wirft es weg und baut es nicht oben drauf. Komm schon. Nein. Danke. Hallo, Mr. Krabbel. Hallöchen. Mr. Krabbel, was geht? So. Schön, dass du vorbeischaust. Der ist heute am Sonntag. Ich hab es nur gesagt. So. Das sagen wir, weil sonntags meistens nicht so viel los war bei uns. Der Vorteil daran ist, wenn ich den ganzen Wald drohe, dann könntest du nicht mehr von den Bäumen runterspringen, weil das haben sie auch reingepatcht, dass die dich jetzt von den Bäumen aus angreifen können. Also sie können runterspringen und nicht angreifen. Ja. Ist auch im neuen Update reingepatcht. Ja, aus dem Grund haben wir ja eigentlich gesagt, dass wir regelmäßig am Sonntag streamen, aber anscheinend, ja. Ja, ich glaube, das streamen halt auch alle die ganzen Großen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch ein guter Tag, weil ich gehe mal davon aus, dass da nur jeder seinen Streamer schon hat. Ne? Also die meisten zumindest, hier Kong und keine Ahnung, Montana Black und Pete's Meat und Siegesmund, Greifenberg, je nachdem natürlich, was man gucken will, ne? Papa Platte, welche gibt es noch, die ganzen großen, also je nachdem, welches Genre oder was man guckt, das ist klar, aber die sind alle online gefühlt, alle. Auch die mittelgroßen, also wie Lost und keine Ahnung. Was man als mittelgroß bezeichnen kann. Oha. Bin hier in der Flugbahn. Der Baum nur 4 Stämme gegeben? Nee, oder? Und sonst so, alles klar bei dir. Mann, mich stört es, dass du meine Arbeit machst. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Das ist lästig. Dann gehe ich bauen. Ich wollte dir halt einfach nur helfen. Ja, aber ich mag ja die Abwechslung, mal ein bisschen was draufhauen und mal fällen. Aber wenn ich dann immer nur fäll und du haust es dann drauf, dann wird es für mich sehr langweilig. Deswegen baue ich jetzt. Okay. Geht denn das? Ich muss mal was essen. Ging das da nicht anders, oder? Ja, das ging nicht, dieser blöde Boden. Irgendwie, man kann den nur so schräg dann bauen, das hat mich auch schon genervt. Vielleicht kannst du es ja nochmal irgendwie machen, weil ich jetzt ein paar Stämme weggetan habe. Vielleicht geht's ja jetzt mittlerweile. Muss mal gucken. Aber du weißt, was ich meine, ne? Den Boden, ja. Ja, bei uns passt soweit auch alles. Du siehst, haben wir auch ein neues System gefunden mit dieser Seilrutsche. Sehr, sehr praktisch. Jetzt hier dunkel, ich sehe fast nichts mehr. Nee, ich glaube, das geht nicht. Nope. Das ist jetzt ein Fehler gemacht.
Okay, ich glaube, langsam muss ich zurückkommen. Boah, ich sehe gerade gar nichts mehr. Ja, ich komme zurück. Lalalala, wie du leuchtest. Achso, du hast das Feuer. Okay. Na gut, gehen wir schon schlafen, oder? Damit wieder hell ist. Ich will gerade mal ganz kurz die losen Baumstämme vielleicht noch schon. Ich weiß nicht, ob die despawnen. Weg da, Kelvin. Aber normalerweise dürften sie nicht despawnen. Also ich hoffe, es ist einfach mal. Nee, ich glaube auch nicht. Wir sind hier so viele Halbe. Ach so, weil du den... Ah, okay, ich verstehe. Nee, ich verstehe es nicht. Willst du den Boden komplett anders machen jetzt, oder was? Da fehlt ja was. Ich hätte den halt komplett umgedreht, weil wenn das nicht geht wegen der Treppe, dann hätte man ja einfach alle so machen können. Ja. Aber da fehlen irgendwie Balken, das irritiert jetzt auch, das was ich jetzt auch nicht ja, weiß. Ja, die Balken habe ich ja jetzt entfernt. Jetzt brauchen wir die Balken wieder. Und auf sowas achtet man, während man baut. Ach. So, ich speichere jetzt. Oh, der Mond ist mir noch nie aufgefallen. Sehr schön. Sleeping. So, erstmal speichern. Sleeping. Und dann schlafen. Und dann können wir direkt eine neue Folge anfangen. Wir sind schon wieder 5 Minuten in-game. 45 Minuten, sorry. Fleisch geht jetzt aber langsam wieder auf. Aus. Ja, ich gehe gleich jagen. Mache ich in der nächsten Folge. Damit bedanke ich mich fürs Zugucken in dieser Folge. Und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge. Ciao. Tschaikowski.